Krise, Krise, Griechenland-Krise. Ich kann das nicht mehr hören. Das ist keine Griechenland-Krise, das ist eine Bankenkrise. Die Banken, die haben die Krise. Und wenn sie sich selber haben, dann haben sie sie verursacht. Guck mal, ich kenne mich doch aus mit Krise. Wir haben in Deutschland jetzt seit 10 Jahren Hartz IV. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich bin von Anfang an dabei. So, und jetzt bin ich hier in Griechenland, mache Urlaub und mache Recherchen wegen der Krise und wegen der Revolte vor allem, weil ich bin ja für die Revolte. Revolte! Jawohl, nee. Guck mal, das ist doch so, die Banken haben 2008 alles vor die Wand gefahren und dann mussten wir Steuerzahler die Banken retten. Also jetzt ich nur theoretisch, ne? Aber, dann hatten die Banken ein schlechtes Image, wegen die Gewinne sind privat, die Verluste trägt der Staat, also wir die Steuerzahler, also ich jetzt theoretisch, ne? Und, ja, und dann haben die Banken für Trilliarden von Geld diese PR-Agenturen beauftragt, sich die Medien gekauft und seitdem heißt das Griechenland-Krise. Da kriegst du hier Hirnstau. Da kriegst du echt hier Hirnstau, du, ne? Also, und seitdem hetzen sie alle wieder gegen die Griechen. Ja, die faulen Griechen verjuckeln unsere Steuergelder. Ey, da kommt doch kein einziger Euro von diesen ganzen Hilfszahlungen bei irgendwelchen Griechen an. Das Geld geht doch direkt in den Schuldendienst von Athen direkt wieder an die Großbanken zurück. Nein. Und an ihre Aktionäre, ne? Pui! Ja, also ich sage euch, ne? Das ist nichts anderes als eine Form von legalisierter Geldwäsche zugunsten der Banken, du. Da bin ich für die Revolte, du. Ne? Ah, guck dir das an. Ja, guck mal, wir sind ja hier beim Zeus da oben, ne? Guck mal, das ist schön, ne? Da sind die Wolken und wir sind hier auf dem Olymp, ne? Aber das Orakel vom Delphi habe ich auch noch nicht gefunden, ne? Aber da können wir nachher Gyros essen gehen beim Delphi, beim Orakel. So, jetzt pass auf, weiter hier, ne? Guck mal, die Banken, die haben den Griechen jahrzehntelang Kohle in den Arsch geschoben, ne? Mit Zinsen und Zinseszins und viel Geld damit verdient. Und jetzt pass auf, jetzt wird es relevant. Die Zinsen, die sind ja bei der Bank das unternehmerische Risiko. Da ist ja quasi die Möglichkeit, dass jemand pleite geht, schon mit eingepreist drin. Das ist wie beim Ladendiebstahl, ne? Da, wenn du da was klaust, dann schadest du gar nicht im Kaufhaus, weil dann haben die ja in die Preise für die anderen schon mit drin gemacht. Die anderen bezahlen das ja dann quasi mit, ne? Ich kenne mich aus. Also nur theoretisch natürlich, ne? So, aber jetzt pass auf, jetzt wird es relevant, ne? Die Griechen, ja, jetzt sind die pleite und können vielleicht diese Kredite nicht zurückbezahlen. Und jetzt sollen wir schon wieder als Staat, also ich jetzt so theoretisch, die Banken retten. Da bin ich für die Revolte, du. Revolte! Ja, guck mal, was die mit Griechenland machen, das kannst du doch nicht als erfolgreiche Politik, als Sparpolitik verkaufen, die erfolgreich ist. Was ist das? Ist doch eher Barbarei. 60% Jugendarbeitslosigkeit, Gesundheitswesen total am Arsch, ne? Du, der Schäuble, ja, der will nicht die schwarze Null, der Mann ist die schwarze Null. Und was will der Schäuble denn den Griechen sagen? Der ist doch der Mann, der Schäuble, der 100.000 Mark vom Waffenhändler Schreiber angenommen hat und sich bis heute nicht daran erinnern kann, wo er die Kohle gelassen hat. Ne? Hör mal, moralisch brauchen wir Deutsche uns über die anderen Europäer überhaupt nicht mehr zu erheben. Ne? Guck mal, wir mit unseren Skandalen, ne? Berliner Flughafen, Hamburger Elbphilharmonie, Stuttgart 21, moralisch gesehen ist der letzte Unterschied zwischen Deutschland und dem Rest von Europa nur noch der, dass sich Angela Merkel nicht mit marokkanischen minderjährigen Lustknaben vergnügt, ne? Wobei, ich würde dir ja gönnen. So, da kriegst du echt Gehirnstau, ne? Gehirnstau. Diese Banker, jetzt, ne? Jetzt nehmen sie Griechenland in die Mangel von vorne und von hinten, ne? Diese Malakas. Wie ich für die Revolte, ne? Revolte! Banken in die Schranken, das Leben ist kein Bonihof, das sag ich euch, ne? Ich meine, die Lösung ist ganz einfach, ne? Man müsste die ganzen Banker oder Bankster, sag mir heute, ne? Diese sprachliche Kombination aus Banker und Gangster, Bankster, ne? Die müsst du einfach mal einen Tag draußen an die Windräder hängen. Also nicht aufhängen, nur dranhängen. Morgens mal dranhängen, abends wieder abhängen. Dann ne, haben die mal einen Tag an der frischen Luft. Vielleicht machen die sich auch ein paar Gedanken und kommen nochmal auf was anderes, ne? Und was meinst du, wie der Rest der Bevölkerung plötzlich gute Laune hat, wenn wir diese Bankster an die Windräder dranhängen, ne? Alle anderen hätten gute Laune, selbst im Stau auf der Autobahn. Hauptsache ein Windrad ist in Sichtweite, ne? Ach, Leute, ich bin für die Revolte. Revolte! Mit nur einem Klick kannst du den Denkfunk abonnieren. Hol dir dein Willkommensgeschenk ab.
freue dich auf prominente Gäste beim Denkfunk-Festival. Denn Denkfunk braucht dich, damit wir mehr erreichen, mehr informieren, Mehrwert schaffen.